Auch an den schönsten Orten unserer Welt gibt es einen Zugang. In die andere, die virtuelle Welt, die unser Leben so angenehm macht, weil wir da alle vernetzt sind miteinander. Das alles ist so bequem. Deshalb sind wir auch ein Stück weit gutgläubig und ahnen gern nichts Böses. Bei der NSA nahe Washington gibt es auch einen Zugang. Einen universalen in alle Kommunikationen, Telefon, E-Mail, Internet. Eine Art allsehendes Auge. Uns kann das doch nur recht sein. Ein Stück mehr Sicherheit in dieser unsicheren Welt. Solange wir uns selbst nicht zu Schulden kommen lassen. Diese Gleichgültigkeit ist naiv und gefährlich, denn die Welt steckt mittendrin in einer neuen Art von Krieg. Wir, ZDF-Reporter in Amerika, Deutschland und Asien, sind einer Frage nachgegangen. Steckt hinter der Überwachungsmaschinerie etwas viel Größeres? Etwas, das unsere Freiheit massiv bedroht? Fernab der Welt der Geheimdienste, im westfälischen Beckum ereignet sich an diesem friedlichen Tag etwas Seltsames. Ein Angriff aus dem Hinterhalt. Da wir den Typ der Steuerung bereits kennen, geben wir einfach den Typ im Suchdienst Shodan ein, der solche Steuerung auffinden kann. Ergänzen noch den Deutschland-Code, finden dann verschiedene IP-Adressen vor, die zu solchen Steuerungen führen und besuchen dann die entsprechende Seite dieser Steuerung, die sich im Browser dann aufbaut. Und dann können wir hier beispielsweise die Glockensteuerung übernehmen, definieren hier ein neues Sonderprogramm und lassen das Sonntagsgeläut am heutigen Mittwoch ablaufen. Ein Gotteshaus in Hackerhand. Glocken, Heizung, Stromversorgung, was wie ein netter Streich daherkommt, hat einen ernsten Hintergrund. Der Angriff gelingt, weil das Steuerungssystem der Kirche ans Internet angeschlossen ist. Wer immer Zugang zum Netz sucht, kann jederzeit Besuch bekommen. Von Hackern. Ronald Eikenberg und die anderen Computerexperten vom CT-Magazin haben das einfach mal ausprobiert. Nicht nur bei der Kirche in Beckum, und waren völlig baff. Was wären denn die gravierenderen Folgen? Ja, im ersten Anlauf haben wir ja mehrere hundert Industrieanlagen aufgespürt in Deutschland. Das sind alle erdenklichen Schauplätze eigentlich. Das fängt an bei der Justizvollzugsanstalt, wo die Duschtemperatur geregelt wurde über die Internetsteuerung. Aber es geht auch hin bis zu richtig ernsten Beispielen wie ein Heizkraftwerk. Das hätten wir im Winter zum Beispiel abstellen können. Wenn so ein Heizkraftwerk im Winter ausgeknipst wird, müssen hunderttausende Menschen frieren. Viele Anlagen sind heutzutage computergesteuert, oft sind die Passwörter offen im Kontrollsystem gespeichert. Bei diesem Gefängnis hätten die Hacker die Sanitäranlagen lahmlegen können, weil auch ihr Steuerprogramm über das Internet gewartet wird. So wie das der Eingangstüren in einem Fußballstadion. Hacker können in alles eindringen, was mit dem Internet verbunden ist. Je mehr Daten sie vorher haben, desto einfacher ist es. Genau deshalb, so behauptet Edward Snowden, sammelt auch der Staat unsere Daten. Snowden ist auf der Flucht vor der NSA, für die er selbst als Hacker arbeitete. In Hongkong enthüllte er eine Überwachungsmaschinerie. Mit der Software Prism hat die NSA Zugriff auf alle Internetinhalte und den E-Mail-Verkehr. Ein anderes Programm zielt auf Telefonverbindungen. Verschlüsselung ist zwecklos. Die NSA hat fast alle Verschlüsselungsprogramme, sogar die für Bankkonten, geknackt. Und mit X-Keyscore analysiert sie Billionen von Daten rund um den Erdball.
Ich bin ein ganz normaler Typ, der sich das jeden Tag im Büro anschaut und dann denkt, nicht wir, sondern die Öffentlichkeit sollte entscheiden, ob diese Programme richtig oder falsch sind. Ein Held auf der Flucht? Oder ein Dieb und Verräter, so sagen seine Kritiker. Es gebe keine Totalüberwachung, nur ein paar notwendige Maßnahmen zur Terrorabwehr. Aber wenn nicht mehr dahinter steckt, warum verzichtet Snowden dann auf seine Freiheit im paradiesischen Hawaii und riskiert sein Leben? Die Angst der US-Regierung vor ihm muss riesig sein. Sie zwingt den Präsidenten Boliviens zur Zwischenlandung, weil sie in seinem Flugzeug den Hacker vermutet. Europäische Regierungen beteiligen sich an diesem Verstoß gegen alle diplomatischen Regeln. All das nur, weil ein 30-jähriger Hacker die Politik in helle Aufregung versetzt? Auch in Deutschland. Auf deutschem Boden hat man sich an deutsches Recht zu halten. Während gleichzeitig millionenfach Grundrechte verletzt werden. Da war George Orwell harmlos. Die Politik reklamiert Unwissenheit. Dabei ist das hier schon seit 1971 einer der größten NSA-Lauschposten weltweit. Mit freundlicher Genehmigung der deutschen Freunde. Die Station Bad Aibling nahe München gehört zum Abhörnetzwerk der Geheimdienste aus den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Politiker in Deutschland und Europa wissen das längst. 1998 warnte der Verfassungsschutz deutsche Unternehmen vor Wirtschaftsspionage durch die NSA. Echelon hört ungefiltert den gesamten E-Mail-, Telefon-, Fax- und Telex-Verkehr ab, der weltweit über Satelliten weitergeleitet wird. 2001 beschrieb die EU in einem öffentlichen Bericht detailliert Ausmaß und Reichweite des Spionagenetzwerks. Die Aufregung war groß, bis sie ganz plötzlich verstummte. Nach 9/11 war die Empörung über Echelon auf einmal politisch inkorrekt. Weil im Kampf gegen solchen Terror jedes Mittel recht sein musste. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert. Wie weit ging diese uneingeschränkte Solidarität? Unsere Recherchen zeigen, dass 9/11 die Rechtfertigung lieferte für den massiven Ausbau der Überwachungsmaschinerie mit Wissen und Unterstützung der deutschen Politik. Wir reisen in die Rocky Mountains zum Aspen-Sicherheitsforum, dem Treffen führender Köpfe aus Regierung, Militär und Geheimdiensten. Der angebliche Bösewicht lächelt freundlich. Ebenso freundlich lässt er unsere Interviewanfragen ablehnen. General Keith Alexander erklärt lieber dem Publikum, dass seine NSA mit dem Datensammeln Menschenleben rettet. Gutes tun. Natürlich streng nach Recht und Gesetz. Eine glatte Lüge. Tarnen und Täuschen gehören zum Geschäft eines Geheimdienstes. Ob er denn überrascht sei von der Überraschung deutscher Politiker, wollen wir wissen. So much surprise about the extent of the programs. Didn't they know all along? Jede Nation handelt in ihrem Interesse. Deutschland, Frankreich, Amerika, Brasilien. Wir alle haben Nachrichtendienste und ich bin sicher, dass die irgendwas tun. Wissbegierige wollen was wissen. Sie haben großartige Nachrichtendienste mit tollen Leuten und es ist eine Ehre, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Besonders was sie in Afghanistan gemacht haben, war hervorragend. Aber wir sagen ihnen nicht alles, was wir machen und wie. Jetzt wissen sie es. Natürlich haben sie nicht alles gesagt. Schließlich, so heißt es hier, kamen die Anführer der 9/11-Terroristen aus Deutschland. Deshalb hätten die Deutschen freiwillig fast alles geliefert, was die Amerikaner wollten. Im Gegenzug gab es Daten über Terrorpläne in Deutschland. Ein Geschäft unter Freunden, erinnert sich der damalige NSA-Chef Michael Hayden.
Wie überrascht ist er von der Überraschung deutscher Politiker? Ich bin da mal sehr respektlos, okay? Das ist wie in dieser Filmszene aus Casablanca, in der Polizeichef Renault informiert wird, dass in Ricks Café Glücksspiel stattfindet. Sehen Sie, alle modernen Staaten betreiben elektronische Spionage, alle im Rahmen ihrer Gesetze. Also, tja, dabei will ich es mal belassen. Nach 9-11 sind Sie persönlich nach Europa gereist? Ja. Und Sie haben gesagt, was die NSA vorhatte. Wir waren sehr offen zu unseren Freunden. Nicht nur in Deutschland, aber dort war das Treffen. Wir haben ihnen dargelegt, wie die Bedrohung aussah. Wir machten klar, was wir vorhatten und baten sie um ihre Kooperation, weil es sich um etwas handelte, das klar in unserem gegenseitigen Interesse lag. Wer war dabei? Politiker? Nein, die Chefs der Nachrichtendienste. Haben die dann eine Zusammenarbeit versprochen? Sehen Sie, jeder von uns muss sich an die Gesetze seines Landes halten. Wir können nichts machen, was nicht erlaubt ist. Aber wir alle operierten nach der politischen Vorgabe, dass die Terrorgefahr eine gemeinsame Bedrohung war und dass wir, soweit rechtlich möglich, kooperieren mussten. Darüber gibt es eine schriftliche Vereinbarung zwischen Michael Hayden und Frank-Walter Steinmeier, dem damaligen Kanzleramtsminister, unterschrieben 2002. Das wussten die Regierungsparteien von damals, Rot-Grün, genauso wie die von heute, Schwarz-Gelb. Sie alle sitzen im parlamentarischen Kontrollgremium, das die Affäre aufklären soll. Aber offenbar fehlt der Wille. Die Abgeordneten haben bisher nur die Chefs deutscher Behörden befragt, keinen einzigen Geheimdienstmitarbeiter. Auch die Akten haben sie nicht eingesehen. Trotzdem fällen alle ihre Urteile. Und einer glaubt einfach so, was ihm ausländische Geheimdienste erzählen. Recht und Gesetz werden in Deutschland nach Angaben der NSA und des britischen Nachrichtendienstes eingehalten. Die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden gewahrt. Wissen fast alle Parteien mehr, als sie zugeben? Hier auf der grünen Wiese nahe dem niederländischen Alkmaar wundert das eigentlich niemanden. Politiker und Nachrichtendienste stecken eh unter einer Decke, sagen uns die Teilnehmer beim größten Hackertreffen Europas, der OHM 2013. Die Hackerszene hat einen besonderen Einblick in die Aktivitäten der Geheimdienste, denn die bieten im Auftrag der Politik hohe Geldbeträge für die Kniffe der Hacker, um in Computersysteme weltweit einzudringen. Manche Hacker verkaufen ihr Wissen. Aber für die meisten hier hört der Spaß auf, wenn der Staat sich einschleicht in Computer, alles überwachen, speichern und analysieren will. Genau davor warnen auch Jaslyn Reddick und Thomas Drake. Sie kämpfen gegen die Macht der Geheimdienste und sind dabei ziemlich glaubwürdig. Thomas war bei der NSA, Jaslyn im US-Justizministerium. Als sie zahlreiche Rechtsbrüche von NSA und FBI öffentlich machten, wurden sie juristisch verfolgt, ihre Karrieren zerstört. Die beiden Amerikaner sind Whistleblower, Enthüller wie Edward Snowden. Wer der NSA glaubt, ist völlig naiv, sagen sie. Dem Geheimdienst sei jedes Mittel recht, sogar der Bruch der amerikanischen Verfassung. Die Entschuldigung war immer: Tom, du verstehst das nicht. Wir brauchen die Daten. Man weiß nie, wozu es gut ist. Es gab diesen pathologischen Zwang, alles zu sammeln, weil sie an 9-11 versagt hatten. Es war ein Systemversagen und die NSA hatte Mitschuld. Und das wollen sie kompensieren, indem sie jetzt alles sammeln. Bei dieser flächendeckenden Rundumüberwachung von jedem geht es nicht um Strafverfolgung. Es geht um die Kontrolle der Bevölkerung. Das ist antidemokratisch und widerspricht einer freien und offenen Gesellschaft, in der das Volk die Regierung kontrolliert, nicht umgekehrt.
Es klingt nach Verschwörungstheorie, aber sie sind keine Spinner. Thomas und Jaslyn waren hochbezahlte Experten im Staatsdienst, so wie Annie Masher. Sie arbeitete für den MI5, den britischen Geheimdienst. Alle drei riskierten ihr Leben, um die Öffentlichkeit zu warnen. Vor einem Staat im Staat, in dem Behörden und Wirtschaftsunternehmen eng kooperieren. Es ist eine Art globale Überwachungszunft mit der Fusion von privaten und staatlichen Stellen. Die Telekommunikationsfirmen und sozialen Medien überschlagen sich, um das Spionagesystem zu unterstützen. Snowden hat das PRISM-Programm enthüllt. Soziale Medien, die den Behörden die Nutzung ihrer Daten erlauben. Und das Gleiche machen die Telefonfirmen. Den Anfang machte Amerikas Telefonriese AT&T kurz nach 9/11. Die NSA klinkte sich in die Internet- und Telekommunikationsknoten des Konzerns ein, wie hier mitten in New York. Millionen von E-Mails und Telefonaten täglich, abgezapft im Serverraum. Dann zwang die NSA auch Social-Media-Firmen mit geheimen Gerichtsbeschlüssen zur Weitergabe aller Inhalte. Nicht nur Metadaten. Softwarehersteller mussten Hintertüren einbauen, damit der Staat jederzeit Zugriff hat. Wir fahren nach Silicon Valley. Zu den Firmen, über deren Server auch Websuchen, Internettelefonate und Mails von Millionen deutscher Kunden laufen. Alle Interviewanfragen werden abgelehnt. Und die Mitarbeiter der angeblich so weltoffenen Firmen haben ganz offenbar Angst. Wie finden Sie es, dass Google Daten an die NSA weitergibt? Kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht autorisiert, für Google zu sprechen. Ich will keinen Ärger. Was für Ärger? Ich sollte besser nicht mit der Presse reden. Ich glaube nicht, dass wir absichtlich Daten weitergeben. Aber mit richterlicher Anordnung schon. Ja, wenn das Gesetz uns verpflichtet. Aber das ist ja rechtlich okay. Für ihre treuen Dienste werden viele Firmen sogar von der NSA bezahlt. Fast 300 Millionen Dollar im Jahr 2013. Auch in Großbritannien kassieren die Telekom-Firmen Millionenbeträge vom Staat und liefern die Daten ihrer Kunden, darunter auch deutsche Kunden, an die britische Ausspähbehörde GCHQ. Anders als in den USA läuft hier alles ohne Gerichtsbeschlüsse. Staatlicher Druck reicht. Und die Lauscher sitzen direkt an der Quelle. Die Abhörstation Butte im Südwesten des Landes. Sie ist verbunden mit dem weltweiten Netzwerk von Unterseekabeln. Und eines davon ist das TAT-14, einer der wichtigsten Kommunikationsstränge Europas mit Unmengen von Internet-, Telefon- und Mailverkehr, auch aus Deutschland. Nahe der Stadt Norden in Niedersachsen verlassen die Daten deutschen Boden und damit das Geltungsgebiet deutscher Gesetze. Alles, was hier durchläuft, landet automatisch in den Speichern des britischen Geheimdienstes. Aber nicht alle Daten, die in Deutschland entstehen, laufen durch diese Kabel. Und deshalb hat die NSA eine Möglichkeit gefunden, deutsches Recht zu umgehen. In Frankfurt gibt es einen der größten Internetknoten Europas. Geheimdienste zapfen ihn nicht direkt an, aber eine der Betreiberfirmen ist ein Kommunikationsunternehmen aus den USA. Die Firma Level 3 hat eine Zweigstelle in Frankfurt, die mit dem Internetknoten verbunden ist. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Level 3 hier Daten ausleitet. Aber es gibt zahlreiche US-Firmen, die in Deutschland nachrichtendienstliche Aufklärung betreiben, im Auftrag der US-Regierung und mit Wissen der Bundesregierung. In einer Verbalnote des Auswärtigen Amtes von 2008 wird ausländischen Firmen erlaubt, im Dienst der US-Streitkräfte in Deutschland nachrichtendienstliche Operationen durchzuführen. Mehr als 200 Sicherheitsunternehmen erhielten solche Sonderrechte.
Diese Verbalnoten, ausgestellt von den wechselnden Bundesregierungen seit 2001, sind eine Lizenz zum Spionieren. Eigentlich ein Fall für die Spionageabwehr. Und für die ist das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig. Aber dessen Chef erklärt uns, dass die privaten Geheimagenten nur für die US-Streitkräfte arbeiten, politisch genehmigt und damit legal. Wir gehen davon aus, dass sie sich an deutsches Recht halten. Wir haben keinerlei Hinweise, dass sie dagegen verstoßen. Und ich glaube, unsere Partner wissen auch ganz genau, sie brauchen uns. Nicht nur wir brauchen sie, die brauchen auch uns. Und wenn das Vertrauen einmal einen Knacks bekommen hat, ist es sehr, sehr schwer, auch wieder aufzubauen. Von daher glaube ich schon, dass die Amerikaner mit uns ehrlich umgehen, dass sie hier nicht mit uns spielen. Und wir verlassen uns weiterhin auf unseren wichtigen Partner. Offenbar auch umgekehrt. Denn die NSA hat die Abhörstation Bad Aibling 2006 an den Bundesnachrichtendienst übergeben. Der BND überwacht von hier die Satellitenkommunikation am Hindukusch und in Nordafrika. Gleich nebenan in der Mangfall-Kaserne hat der Deutschlandchef der NSA Zugriff auf fast alle Daten. Angeblich nur die, die keinen direkten Deutschlandbezug haben, bis zu 500 Millionen Datensätze pro Monat. Die mit Deutschlandbezug kann der US-Dienst problemlos anderswo bekommen. Von seinen Abhörstationen in Dänemark und der Schweiz, die gerade fertiggestellt waren, als die NSA Bad Aibling an den BND übergab. Kann Deutschland den Amerikanern wirklich trauen? Wenn sogar der Chef der US-Geheimdienste das eigene Parlament belügt? Sammelt die NSA irgendwelche Daten über Millionen und Abermillionen von Amerikanern? Nein, Sir. Haben Sie nicht? Nicht wissentlich. Eine klare Lüge. Trotzdem bescheinigte Präsident Obama der NSA vor ein paar Wochen Gesetzestreue und versprach vollständige Transparenz. Eine hochrangige Gruppe unabhängiger Experten wird unsere nachrichtendienstlichen Fähigkeiten überprüfen. Wir brauchen neues Denken für eine neue Ära. Neues Denken? Die Kommission wird ausgerechnet von dem Mann beaufsichtigt, der das Parlament belogen hat. Mittlerweile ist bekannt, dass die NSA jährlich 56.000 E-Mails von US-Bürgern ausgespäht hat. Angeblich aus Versehen. All das geschieht zur Bekämpfung von Terror und Verbrechen. Eine Rechtfertigung, die auch deutsche Sicherheitspolitiker gern bemühen. Um eine Gruppe, eine terroristische Gruppe auszulösen, dann müssen wir vielleicht mal auf die Daten zugreifen. Aber das wissen wir vorher nicht. Und wem wird denn geschadet? Niemand guckt in die Daten vorher rein, wenn die gespeichert sind. Erst bei Verdachtslagen. Also da gehen die Dinge so total auseinander, dass ich manchmal schon ein bisschen verzweifle an dem Verstand der Menschen. Sicherheit ist ein super Grundrecht. Und ich glaube, dass wir auch dieses Grundrecht in der Abwägung aller Dinge ganz nach vorne stellen müssen. Sicherheit soll Vorrang haben vor Freiheit und Menschenwürde? Eine gefährliche Argumentation, denn sie öffnet Tür und Tor für Missbrauch und genau den gibt es längst. In Wien treffen wir den Journalist und Thriller-Autor Tore Hansen. Sein Romanheld, ein Hacker wie Edward Snowden, ist auf der Flucht vor den Geheimdiensten, weil er enthüllt, was sie mit den Massendaten wirklich wollen. Was sie damit vorhaben, ist zum Beispiel Aufstände vorherzusagen, politische Strömung zu erkennen und diese dann auch eventuell zu manipulieren. Das heißt aber auch teilweise ganz einfach, kann ich sagen, okay, wir haben hier ein Potenzial von Aufständen. Wie können wir dem mit Politik, also auch mit friedlicher Politik entgegenwirken? Es kann aber auch dahin gehen, dass man einfach auch in einer Demokratie weiß, in 2-3 Wochen braut sich hier das und das zusammen, also über Facebook, über Google, über verschiedenste soziale Netzwerke. Es gibt ja nicht nur Facebook, also es gibt sehr viel Potenzial an Daten. Wer hat sich mit wem vernetzt, wer hat was vor
Und da besteht die Gefahr, dass also auch in einer freiheitlichen Demokratie also Demonstration und politische Meinungsbildung unterdrückt wird. Was passiert, wenn eine nicht-demokratische Regierung Überwachungssoftware einsetzt, wird im Golfemirat Bahrain klar. Hier geht die Polizei nicht nur gewaltsam gegen Demonstranten vor, die Regierung lässt Andersdenkende in den sozialen Medien ausspähen und dann verhaften. Eine deutsch-kanadische Firma lieferte das Überwachungsprogramm, das auch deutsche Behörden nutzen, wie ein Brief des Bundesinnenministeriums belegt. Man habe für den Fall eines erforderlichen Einsatzes ein kommerzielles Produkt der Firma Elermann Gamma beschafft. Wollen deutsche Sicherheitsbehörden damit Protestbewegungen überwachen? Manchmal dehnen sie die Regeln. Das erlebt jedenfalls die Telekom. Sie ist verpflichtet, die Abhörmaßnahmen deutscher Ermittler zu unterstützen, sofern es eine richterliche Anordnung gibt. Mehrfach verweigerte die Telekom die Hilfe, weil die Ermittler mehr Bürger abhören wollten, als es gesetzlich erlaubt ist. Die Behörden revanchierten sich. Das führt auch schon mal zu Ermittlungen gegen Mitarbeiter wegen Behinderung von Ermittlungen. Wir wollen Näheres dazu wissen vom Chef der Deutschen Telekom, René Obermann. Sind es nur juristische Geplänkel oder schwere Einschüchterungsversuche durch den Staat? Über die Frage hier und da wahrscheinlich gibt es Streitigkeit und wir sind dann eher auf der konservativen Seite und wir verhalten uns streng nach Recht und Gesetz. Also von daher, ich bin mal interessiert, wie diese Verfahren ausgehen. Ob wir da wirklich was falsch gemacht haben im Sinne von, ob wir zu wenig kooperativ waren, wird sich dann ja herausstellen. Darf ich nochmal nachhaken? Ja. Die Frage war, wie bewerten Sie das, dass dann Ermittlungen gegen Ihre Mitarbeiter geführt werden? Gar nicht, wenn da Dissonanz besteht bzw. Dissens besteht über die Vorgehensweise, weil wir möglicherweise nicht kooperativ genug erscheinen, dann muss das aufgeklärt werden, muss das aufgearbeitet werden. Da vertraue ich auf unser Rechtssystem. Die Sicherheitsbehörden behaupten, sie handeln streng nach dem Gesetz. Aber sie wünschen sich mehr Rechte. Gern würden sie Telefonmetadaten über lange Zeiträume speichern und Zugang zu Daten der Kreditkartenunternehmen bekommen. Aber politisch sei das nicht gewollt, obwohl man durch Massendaten wertvolle Erkenntnisse gewinnen könnte. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass auch in der Wirtschaft das Thema Big Data ein ganz großes Thema ist, mit dem man natürlich vorhersehen kann, wie die Trends sind in bestimmten Wirtschaftszweigen, wie das Konsumverhalten vielleicht Ende des Jahres oder Ende nächsten Jahres aussieht. Das Gleiche überlegen sich natürlich auch Dienste, überlegen sich auch die Sicherheitsbehörden in verschiedenen Staaten, dass man vielleicht aus diesen Big Data, aus diesen Massendaten, dass man daraus vielleicht auch Trends erkennen können, Kommunikationsverhalten ablesen kann, ohne in die wirklichen Inhalte von Gesprächen oder E-Mails einsteigen zu können, dass man im Grunde genommen viel mehr Informationen bekommt, Informationen, die man früher niemals bekommen hätte. Auch der Bundesnachrichtendienst soll die Politik über künftige Entwicklungen beraten, von seiner neuen Zentrale in Berlin aus. Auch die NSA baut riesige Datenspeicher im US-Bundesstaat Utah. Der Geheimdienst hat ein Budget von 10,5 Milliarden Dollar und investiert, so der geheime Haushaltsplan, in bahnbrechende Entschlüsselungstechniken, um gegnerische Codes zu knacken und das Internet auszubeuten. Für ihre Pläne braucht die NSA Hacker. Denn die knacken Codes und schürfen im Internet nach Schwachstellen in den vernetzten Computersystemen. Hacker bewegen sich in einer Grauzone. Die einen verkaufen ihr Wissen über Lücken in Geräten und Industrieanlagen an den Meistbietenden. Und das ist oft die NSA. Die anderen, die guten Hacker, wie sie sich nennen, kämpfen für die Freiheit des Internets und warnen vor der Datensammelwut des Staates. Information erlaubt mir, schneller zu sein als andere. Sie erlaubt mir, bessere Produkte zu haben, schnelleren technologischen Fortschritt zu erreichen. Sie bedeutet Macht. Sie bedeutet Macht. Information ist das Kapital der Zukunft. Das ist der Grund, warum alle über Big Data reden, warum jeder versucht, diesen großen Topf an Informationen so effizient und so gut wie möglich anzuzapfen. Und das machen natürlich nicht nur privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern das macht in einem ganz anderen Maßstab, machen das viele oder wahrscheinlich alle Geheimdienste dieser Welt, die versuchen, die Vormachtstellung des Landes, das sie vertreten oder von wem auch immer, abzusichern.
Darum geht es. Auslandsaufklärung dient den strategischen Interessen eines Staates. Und zu denen zählt der wirtschaftliche Vorteil. In den 90er Jahren wurden der deutschen Firma Enercon Pläne für ihre Windkraftanlagen gestohlen. Kurz danach baute ein amerikanischer Hersteller fast identische Anlagen. Bis heute richtet sich der Verdacht gegen die NSA. 2012 wurde EADS Airbus Ziel eines Cyberangriffs auf sensible Firmendaten. Der europäische Konzern liefert sich einen harten Wettbewerb mit dem amerikanischen Luftfahrtriesen Boeing. Wir stehen unter verstärkten Angriffen. Wir haben das in den letzten Jahren natürlich zu spüren bekommen. Ein Unternehmen wie das unsere ist dagegen natürlich nicht 100% abgesichert, aber wir haben schon Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, insbesondere in unserem sensitiven Geschäftsbereich. Wir haben selber im Aufbau begriffen eine Einheit Cyber Defense, wo wir Spezialisten heranbilden, die das Unternehmen schützen in seinen verschiedenen Teilen. In München, dem Deutschlandsitz von EADS, betreibt Level 3, die US-Firma, die in Frankfurt mit dem Internetknoten verbunden ist, eine Zweigstelle. Wir treffen einen Informanten, der Zugang zum Gebäude hatte, als es sich noch im Bau befand. Ich war mit einem Mitarbeiter von Level 3 befreundet, der hat mich vor einigen Jahren an seine Arbeitsstelle eingeladen. Er sagte, das sei eine zentrale Stelle zum Abhören aller Telefonate in Süddeutschland. Er zeigte mir zwei Arbeitsplätze, große Schreibtische mit Monitoren vor Schränken mit Datenspeichern. Er erklärte mir, dass in den Schränken praktisch jedes Telefongespräch auch von mobilen Geräten aufgezeichnet wurde. Hier sitzt das FBI und da der Geheimdienst, behauptete er. Auf meine Frage, was die machen, sagte er, es gehe vor allem um das Abhören von großen Industrieunternehmen. Alle Mobiltelefonate. Level 3 dementiert das, man halte sich an die Gesetze, die amerikanischen. Die erlauben Spionage für wirtschaftliche, aber auch politische und militärische Zwecke. Jeder von uns ist ein mögliches Ziel. Die NSA hat die Zugangscodes für Smartphones und für den besonders geschützten Internetverkehr geknackt. Der US-Geheimdienst kann auf alle Kontobewegungen beim Online-Banking, geheime Patientendaten, besonders geschützte E-Mails und unsere Aufenthaltsorte zugreifen. Je nachdem, was wir beruflich machen, können unsere Daten wertvoll sein. Und sie können zur Waffe werden in einem Krieg, einem Cyberkrieg. Genau deshalb, so erfahren wir beim Sicherheitsforum in den Rocky Mountains, interessiert sich die NSA für Massendaten. Fast alles, was derzeit da draußen läuft, ist Cyberspionage. Also Leute, die anderen Leuten Daten stehlen. Aber es geht auch schon darum, Systeme zu stören. Und die nächste Stufe ist, etwas zu zerstören. Also Computersysteme zu übernehmen. Nicht um sie lahmzulegen, sondern um mit ihnen kritische Infrastruktur zu zerstören. Der erste große Cyberangriff legte 2007 in Estland Computer von Regierung, Banken und Krankenhäusern lahm. Dahinter steckten russische Hacker. Chinesische Hacker im Staatsauftrag attackierten 2012 die Wall Street und amerikanische Banken. Sie drangen auch in die Kontrollsysteme von Staudämmen ein und hätten die Wasserversorgung der Supermacht sabotieren können. Der Cyberkrieg ist bereits in vollem Gange, spätestens seit Stuxnet. Das Computervirus infizierte 2010 die iranischen Atomanlagen. Tausende von Zentrifugen zur Urananreicherung wurden zerstört. Wir treffen uns mit dem Mann, der das Stuxnet-Virus entschlüsselte. Ralf Langner zeigt Firmen, wie sie sich vor solchen Angriffen schützen können. Mit Stuxnet wollte Amerika seine Macht im Cyberwar demonstrieren. Wenn das Ganze nämlich publik wird und dann Leute wie ich öffentlich sagen, also dieser Angriff ist so abgefahren, so hochkomplex, dann erreichen sie damit etwas, was ihnen als Angreifer durchaus wert und teuer sein kann, nämlich sie erreichen eine Abschreckungswirkung. Abschreckung mit Nebenwirkung, denn das Stuxnet-Virus verbreitete sich in Industrieanlagen weltweit.
Hacker konnten die Funktionsweise studieren. Eine Abwandlung von Stuxnet wäre eine Gefahr für die Infrastruktur vieler Länder, auch Deutschland. Denken Sie an 2008 Finanzkrise, wo wir gesehen haben, was passiert, wenn die Autobauer mal einige Wochen ihre Produktion zurückfahren müssen, was das also für volkswirtschaftliche Auswirkungen hat. Dann kann man sich vorstellen, dass ein koordinierter Cyberangriff dieses Land also massiv schädigen könnte. Für das Weiße Haus ist das ein mögliches Kriegsszenario. In einer streng geheimen Anweisung des Präsidenten von 2012 heißt es, Cyberattacken bieten einzigartige und unkonventionelle Fähigkeiten, um nationale Ziele der USA rund um die Welt voranzubringen. Alle Behörden sollen mögliche Ziele nationaler Bedeutung identifizieren, bei denen offensive Cyberoperationen eine günstige Balance zwischen Wirkung und Risiko im Vergleich mit anderen Werkzeugen nationaler Stärke bieten können. Ganz oben auf der Liste dieser Ziele steht China. Denn die andere Supermacht will ihren mächtigsten Gegenspieler, den USA, das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts nicht kampflos überlassen. In einem Teehaus in Peking treffen wir Wang Jiadong. Er ist einer der Vordenker der chinesischen Cyberwar-Strategie. Vor Jahren stieß der Mathematiker auf eine amerikanische Studie, die das Internet als potenzielle Waffe bezeichnete. Wang alarmierte seine Regierung. Das Land, das den Cyberkrieg verliert, würde vollständig erobert. Es gäbe keine vertraulichen Informationen mehr. Keine Militär-, Finanz- oder Wirtschaftsgeheimnisse. Der Sieger weiß alles, was du vorhast. Wir werden nicht zulassen, dass es nur noch eine dominierende Nation in der Welt gibt, die der Menschheit ihre Regeln aufzwingt und alles außer Kontrolle gerät. In Peking sieht man sich nicht als Täter, sondern als Opfer. Dabei gibt es kaum ein Land, das seine eigenen Bürger massiver bespitzelt. China gehört zu den großen Playern im Cyberwar mit hunderten Hackergruppen, davon viele im Dienst des Staates. Herr Huang leitet die Behörde, die Regierung und Unternehmen vor Cyberangriffen schützen soll. Dass die USA behaupten, sie würden ständig aus China angegriffen, hält Herr Huang für Propaganda. Im Juni haben die Amerikaner uns 10 IP-Computeradressen gegeben. Die sollten angeblich hinter einem massiven Hackerangriff auf die USA stecken. Wir haben aber herausgefunden, dass diese IP-Adressen zu Computern in den USA gehörten. Von denen aus ist Amerika angegriffen worden. Amerikanische Hacker sollen also ihr eigenes Land angegriffen haben. China lehnt Cyberattacken offiziell ab und wirft den USA vor, ihren technologischen Vorsprung zu nutzen, um China anzugreifen. Wir sind auf einer Pressekonferenz von General Liu Yuan. Er sieht sein Land bereits mitten im Cyberkrieg. Sein Vater war einer der Gründer des chinesischen Geheimdienstes. Die meisten Computer und praktisch alle Betriebssysteme stammen von US-Firmen wie Cisco oder Microsoft. Diese Firmen haben in ihren Computern Hintertüren eingebaut, manche sogar Sabotagebomben, die wir nicht entdecken können. Seit 2012 analysieren wir IP-Adressen. Wir haben dabei festgestellt, dass unser Verteidigungsministerium und andere Militäreinrichtungen mehr als 144.000 Mal im Monat angegriffen werden. 63% der Angriffe kommen aus den USA. Das amerikanische Verteidigungsministerium bestreitet den Vorwurf. Aber im Auftrag des Pentagon schleuste die NSA tatsächlich in 85.000 Computern weltweit Viren für künftige Cyberangriffe ein. Wir sind an dem Ort, wo die Geheimdienste Soldaten für den World Wide War im Cyberspace rekrutieren. Auch hier gibt es eine Hackerkonferenz. Die Black Hat. Schwarzhüte, so nennen sich jene, die mit ihrem Hacken vor allem Geld verdienen wollen, im Auftrag von Staat oder Sicherheitsunternehmen.
Auch Edward Snowden war bis zu seinem Sinneswandel so ein Hacker. Held oder Bösewicht? Das fragen wir auch am Stand seines Arbeitgebers, der Sicherheitsfirma Booz Allen Hamilton. Sie fühlt sich nicht berechtigt zu antworten. Auch bei Microsoft versuchen wir nochmal unser Glück, weil die ja auch einen Vertrag mit der NSA haben. Kein Glück. Die Firma Mandiant hat Cyberangriffe aus China analysiert und zu einer geheimen Einheit der chinesischen Volksarmee zurückverfolgt. Ihren Standort in einem Vorort von Shanghai fanden die IT-Experten durch eine gezielte Überwachung der sozialen Medien. Wir sahen, wie sie sich in Facebook einloggten, ihre Mails checkten mit ihren echten Identitäten. Sie machten das nicht die ganze Zeit, aber über den Beobachtungszeitraum von 7 Jahren immer wieder. Die wollten gefunden werden, oder? Nein, aber wenn sie junge Leute im Militär haben, sind die ständig im Netz. Und dann machen die in den 7 Jahren auch mal Fehler. Bei der Black Hat gibt es keine Berührungsängste gegenüber dem Staat. Deshalb ist der Saal rammelvoll, als General Keith Alexander kommt. Der NSA-Chef ist in Personalunion auch Befehlshaber des US Cyber Commands. Well, Trey and Jeff, thanks for that introduction. Und er ist immer auf der Suche nach neuen Soldaten. Ihr seid die größte Versammlung von taktischem Talent weltweit. Ich bin nur deshalb hier, um Sie zu bitten, helfen Sie uns, damit wir noch besser werden. Und wenn Sie ablehnen, was wir tun, dann sollten Sie es erst recht machen. Lesen Sie mal die Verfassung. Habe ich. Sollten Sie auch mal machen. Ein Geheimdienstchef als Popstar der Hacker-Szene? Mit allen Tricks locken Militär und Geheimdienste in den USA neue Cybersoldaten. Wie bei diesem Hacker-Wettbewerb im Bundesstaat Delaware. Den Gewinnern winken gut bezahlte Jobs. Ich bin ein großer Patriot und ich will unser Land verteidigen. Ich will fürs FBI arbeiten und Bösewichte fangen. 41 neue Hacker-Teams stellt die NSA ein. Amerika braucht sie, um das Land zu verteidigen und um seine Vormachtstellung in der Welt zu erhalten. Es ist kein Zufall, dass die NSA dem Pentagon untersteht. Und dass sie in dessen Auftrag Regierungen, ja sogar die der Europäischen Union, ausspäht. Wer alles weiß über mögliche Herausforderer und Freunde, der kann mit diesen Daten politisch, wirtschaftlich und militärisch Druck ausüben. Das haben wir bei unseren Recherchen herausgefunden. Ziel ist die Totalüberwachung. Mit Geldern der NSA arbeitet die Firma Endgame an einer Software, mit der man in jedes, wirklich jedes Gerät eindringen kann, das mit dem Internet verbunden ist. Jede Veränderung soll registriert, jede Manipulation möglich werden. Genau darum geht es. Du musst jede Veränderung entdecken können und mit dem Zugang zu allen vernetzten Geräten ginge das. Es ist so etwas wie der feuchte Traum eines Überwachungsstaates, alles zu wissen. Erinnern Sie sich an das Motto der Stasi? Alles wissen. Edward Snowden will diesen Worldwide War der NSA verhindern, den geheimen Kampf um die Daten. Auch unsere Daten. Dieser Krieg bedroht die Freiheit. Ein britischer Kulturphilosoph sagte einst, wenn Menschen jedes Mittel rechtfertigen im Kampf gegen das Böse, dann lässt sich ihre gute Absicht bald nicht mehr unterscheiden von dem Bösen, das sie vernichten wollen.